Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Diamond Painting Video. Ich gucke gerade, es ist so hell. Ich habe mir überlegt, ich mache mal ein bisschen ein anderes Video. Ich bestelle tatsächlich auch sehr oft bei Diamond Art Club, bei Karat Art, bei Picasso habe ich bestellt, bei Oraloa, was es alles gibt, Dreamer Designs, und habe das nie hier irgendwie auf YouTube groß gezeigt. Ich glaube, ich habe einmal gezeigt, als ich bei Diamond Art Club bestellt habe, und dann irgendwie nicht mehr, weil so viele Kooperationen reinkamen. Und ich habe mir überlegt, weil ich möchte die jetzt alle verräumen, die Bilder, und ich habe mir überlegt, dass ich das jetzt alles mal zeige, was ich da habe. Ich mache zwei Teile mit Diamond Art Club, weil das tatsächlich so, so viel ist. Ich habe auch schon viele Bilder gepainted, eingerahmt. Das seht ihr aber alles auf meiner Instagram-Seite. Alle fertigen Bilder, auch alle fertigen Bilder von Diamond Art Club. Das waren schon so 5, 6 Stück. Und genau, ich werde nicht alle Bilder auspacken. Ich habe mir mal angeschaut, wie andere das machen, wenn die so ihren Stash zeigen. Und die machen das auch nicht, dass sie jedes Bild auspacken. Da wäre ich die nächsten 100 Jahre hier beschäftigt. Aber ich werde euch die Kartons zeigen. Ich werde euch das Bild zeigen auf dem Karton. Wenn es nicht so gut zu erkennen ist, dann werde ich das natürlich einblenden, sofern ich das finde, aber bestimmt. Und wenn ihr ein Bild genauer sehen wollt, dann schreibt es mir in die Kommentare, dann kann ich dazu nochmal ein separates Unboxing machen. Aber es ist tatsächlich auch so, dass es manche Bilder gar nicht mehr zu kaufen gibt, nur noch privat über eBay oder sonstige Seiten, wo ihr an die Bilder kommen könnt. Deswegen wird es für mich jetzt auch wenig Sinn machen, jedes Bild zu zeigen, denke ich. Deswegen möchte ich das so machen, nur dass ihr jetzt nicht enttäuscht seid und denkt, oh mein Gott, ich dachte, nee, die zeigt jetzt die Bilder, die zeigt nur die Kartons. Nein, ich zeige nur die Kartons. Von allen Bildern, die ich jetzt hier noch habe, die noch nicht gepainted sind. Und wir beginnen mit Diamond Art Club, und zwar mit den Sonderbildern und mit noch ein paar anderen Bildern. Und dann im nächsten Teil, weil das so unfassbar viel ist, zeige ich nochmal Diamond Art Club. Dann werde ich Karat Art zeigen. Und dann werde ich noch ein Video machen mit sonstigen Bildern wie Teenie Schnickschnack, Oraloa, Dreamer Designs, Picasso. Und genau, als allererstes habe ich mir bestellt, mal irgendwann vor einer gewissen Zeit, das Bild hier von Diamond Art Club. Scooby-Doo, ich glaube, das habe ich beim letzten Black Friday bestellt. Mega, mega cool. Ich liebe ja Scooby-Doo. Aber das war tatsächlich das einzige Bild, was mir gefallen hat. Bei den anderen war mir das irgendwie zu viel von einer Farbe, oder das Motiv hat mir nicht so gut gefallen. Aber das fand ich sehr schön. Das hat eckige Steine. Dann, oh, das liebe ich. Leute, das liebe ich einfach. Willy Wonka. Oh Gott, ich finde die Kartons auch so schön. Willy Wonka und die Schokoladenfabrik. So, so cool. Ist von Mandy Manzano, glaube ich. Chocolate Factory. 67 Farben hat das. Mega. 4 AB Farben. Hier könnt ihr das auch nochmal sehen. Ich finde das so, so cool. Wie gesagt, wenn euch irgendein Bild genauer interessiert, oder wenn es das eben noch gibt und sagt, ihr überlegt, das zu bestellen, ob ich das mal genauer zeigen könnte, dann mache ich das natürlich. Aber da wäre, wie gesagt, das wäre ein 10-Stunden-Video hier, und das ist nicht übertrieben. Ja, sehr, sehr cool. Aber steht da jetzt nicht drauf, von wem das ist. Aber ich glaube, das ist von Mandy Manzano, oder ich glaube, so heißt sie. Sehr cool. Liebe ich. Und dann, ah, das liebe ich auch, aber das hat viel hellen Hintergrund, und das mag ich meistens nicht ganz so gerne. Ich painte lieber dunklen Hintergrund, aber das Bild, ah, fantastische Tierwesen, ach, so schön, Newt und Niffler, oh Gott, so süß, liebe ich. Da seht ihr es nochmal, das ist auch unfassbar groß. Steht das da drauf? 52 Farben hat es auf jeden Fall. 96.000 Steinchen.
ich glaube, das steht jetzt nicht drauf. Doch, da. 65 cm mal 92. Willy Wonka hat 56 mal 79 und Scooby-Doo hat 56 mal 61. Das geht ja noch, aber trotzdem ziemlich viel. Dann geht's weiter mit Harry Potter und der Stein der Weißen. So sieht's aus. Auch eckige Steine. Hier seht ihr das Bild, das ist das Filmposter. Das hat halt super viel schwarzen Hintergrund. Ah, ob das hätte sein müssen, ob man da ein bisschen was wegnehmen gekonnt hätte. Ja, aber es ist halt das Filmposter. Ich finde es trotzdem sehr schön. 70 mal 99 cm, auch eckige Steine. Oh, liebe es, Leute. Mega cool. Und dann noch Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Und das ist einfach halt noch dunkler. Aber ich painte halt ja lieber schwarz als weiß. Aber noch lieber painte ich halt bunt. Aber ja, war mir jetzt halt auch vorher bewusst, ne, dass das kein buntes Bild ist. Mega cool. Das habe ich mir auch im Black Friday bestellt. 70 mal 95 cm, auch eckige Steine. Und dann, ich glaube, das ist jetzt auch nicht so was für jeden, aber Suicide Squad habe ich bei Chaos on Tour im Video gesehen. Daraufhin habe ich es mir bestellt, musste ich unbedingt haben. Finde es mega cool. Ich finde den Karton auch so schön. Hier seht ihr das nochmal. Oh, ich würde am liebsten direkt alles anfangen. Eckige Steine, 70 mal 70 cm. Und dann das Pendant noch dazu. Das war ja Harley Quinn, das ist der Joker. Das sieht so aus. Ach, Karton, Leute, der Karton. Mega schön, auch eckige Steine. Hier ist das Bild. Ich finde das total cool. Ich freue mich so darauf. 70 mal 70 cm auch. Ich finde es richtig toll. Aber das ist immer so... Ich würde es am liebsten gerne painten, aber dann denke ich immer, nein, ich hebe es mir noch auf. Ist so schön zu painten, irgendwie total doof, aber ja, weiß ich nicht, ist das bei euch auch so? Ah, weiß ich nicht. Und dann kommen wir zu den letzten drei Special Kits erstmal und dann gehen wir zu den normalen. Ah, da habe ich Justice League. Ja, ihr merkt schon, bin so ein bisschen Nerd. Das ist riesengroß, das Bild. Kann man das irgendwo ein bisschen... Das kann man... Ich gucke mal, dass ich das Bild finde auf der Seite, dann blende ich es euch ein. Das ist halt auch relativ dunkel. Es ist super viel drauf. Das hier ist sehr klein. Man kann nicht so viel erkennen. Also ich gucke mal, dass ich es euch einblende. Das hat auch eckige Steine, also... Ja, hat mal ein bisschen was zu tun. 1,28 Meter mal 70 cm. Ich bin verrückt, Leute. Irre. Irre. Aber ich finde es mega cool. Ich liebe es. Und dann, oh, das liebe ich auch. Batman. Es gibt noch so ein paar... der Art, die ich gerne hätte, aber ich halte mich zurück, weil ist ja nicht so, als hätte ich nichts. Genau, Batman, das sieht so cool aus, Leute. Der Karton auch wieder so schön in diesem Comicbuch-Style. So sieht's aus. Oh, das ist so cool. Ich kann nicht mehr. DC. 70 mal 90 cm. Oh. Ich lieb's. Liebe es. Und dann nochmal Justice League. Das finde ich auch nicht schlecht, aber bin ich jetzt nicht so verliebt wie in die ganzen anderen Bilder. Aber das war recht günstig und ich habe das mit meinen Punkten dann bestellt. Genau, weil haben ist besser als brauchen und so.
Aber es gibt davon durchaus zwei Bilder, die ich lieber hätte. Aber ich finde das auch nicht schlecht. Aber da ist Aquaman drauf. Ach Gott. Weiß ich nicht. Bin kein Aquaman-Fan. Aber hier ist es. Justice League. Genau. Aber da ist Green Lantern drauf. Ich bin ja mega Green Lantern-Fan. Wonder Woman hätte ich jetzt auch nicht gebraucht. Superwoman auch nicht. Ihr merkt schon, warum habe ich eigentlich das Bild noch? Ja, der Vollständigkeit halber. Weil haben ist besser als brauchen. Aber ihr merkt schon, ich bin jetzt nicht bei jedem Bild mega im Schwärmen oder, ne? Also ich mag das auch, ich finde das auch schön. Das sind halt alle drauf. Aber es sind halt auch viele drauf, die ich nicht gebraucht hätte. Aquaman, Wonder Woman, Superwoman. Ja, aber Green Lantern war halt drauf. 1,14 Meter mal 70 cm auch eckige Steine. Ah, so ein Bild nur mit Green Lantern. Das wäre auch mal mega cool. Dann ein Bild, das habe ich euch in dem einen Video mal komplett gezeigt, was ich gemacht habe, wo ich Bilder gezeigt habe, die ich bestellt habe bei Diamond Art Club. Und zwar ist das das hier. Das finde ich sehr, sehr schön. Das ist der Psalm 8. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Das ist, glaube ich, auch von Mandy. Da steht es. Mandy Manzano. Eckige Steine, 56 x 76 cm. Ich finde das super schön, weil ich halt auch einfach den Gedanken hinter dem Bild so schön finde. Da kann ich euch jetzt nur das kleine Bild vorne zeigen. Das ist so ein kleines Männchen. Das sitzt hier in den Händen drauf. Ja, wie gesagt, ich gucke mal, wie gut man das erkennen kann dann nachher im Schnitt, weil ich jetzt ja auch nur das kleine Display hier habe und notfalls blende ich das dann einfach ein. Dann geht's weiter. Habe ich hier, ich habe jede Menge Bilder von Randall Spengler und ich hätte gerne noch mehr. Ich habe aber auch super viele hier aufgehängt. Das ist The Universe in a Jar, 56 x 64 cm eckige Steine. Ach, ich liebe die Bilder. Nicht alle, muss ich sagen. Ich finde auch viele tatsächlich gar nicht schön. Aber die meisten gefallen mir. Ich hätte noch gerne das It Tastes Better Together, heißt das, glaube ich. Mit den zwei Drachen, die sich so einen Keks teilen. Das hatte ich schon mehrfach im Warenkorb, habe mich aber zurückgehalten. Dann finde ich schön der Flieger, also ne, der so wie so ein Flieger halt sich verkleidet hat. Ein Flugzeug. Worüber ich mich super ärgere, dass ich es nicht bekommen habe, ist der mit dem Mehlsack. Und das mit den Tieren im Wald, mit dem Buch, wo auch so eine Schnecke dabei ist und ein Frosch. Das war so ein viereckiges Bild, das habe ich leider auch nicht bekommen. Da ärgere ich mich auch richtig drüber, leider. Ja. Aber man kann nicht alles haben. Ich habe schon genug. Oh. Dann Rundsteine. Der sich die Zähne putzt. Das wollte ich gerne ins Bad hängen. Oh, so cool. Und ich wollte ja auch gerne eins aussuchen für das Drachen-Event. Festival der Drachen heißt es, glaube ich. Fängt am 15. März an. Also ich weiß nicht, ob ihr das Video erst hinterher seht und es dann eh schon vorbei ist. Aber ich glaube, ich werde jetzt in nächster Zeit nicht so viel Zeit haben, weil wir noch einen kleinen Nachwuchs bekommen morgen. Und da werde ich nicht so viel Zeit haben wahrscheinlich. Deswegen habe ich mich jetzt dagegen entschieden und mache erstmal die Bilder, die ich noch offen habe. Und werde dann eventuell nächstes Jahr mitmachen. Weil sonst habe ich noch mehr hier und habe wahrscheinlich gar nicht mehr so viel Zeit, wie ich jetzt die ganze Zeit hatte. Ja, weil ich ja schon ein Schulkind zu Hause habe und gerade zu Hause bin. Und da hatte ich dann schon relativ viel Zeit auch zum Painten natürlich. Dann, das ist schön, da freue ich mich so, dass ich das bekommen habe. Und zwar, so rum.
Das ist auch ziemlich dunkel, das werde ich euch einblenden. Von Randall Spengler auch. Eckige Steine. Oh, for a book and a shady nook. Randall Spengler, 89 cm x 56 cm. Wie gesagt, blende ich euch ein, werdet ihr wahrscheinlich jetzt gerade sehen. Finde ich so schön mit dem Buch, mit den Pilzen und diesen Laternen. Oh, ich finde das total schön, gefällt mir richtig gut. Sehr, sehr schön. Dann freue ich mich auch drüber. Ich habe leider nur ein kleines Bad. Ich kann nicht alles ins Bad hängen, leider. A Bubble Fairy. Ja, mal gucken. Ist auch ziemlich dunkel jetzt gerade hier. Aber das ist auch so schön. Hat halt, also Bubble Fairies heißt das. 69 cm mal 56 cm. Hat halt so viele schöne lila Töne, rosa Töne. Mit der kleinen Fee, mit dem Schloss im Hintergrund. Ich werde es euch einblenden. Ach, das gefällt mir richtig gut. Ja, eckige Steine halt auch. AB-Farben sind mit dabei. So schön. Ach, total cool, wirklich. Sehr cool. Ja. Dann. Das ist so süß. Ich glaube, das werde ich irgendwann mal demnächst painten. Ich finde es so, so süß. Und dann vielleicht in das neue Zimmer hängen, weil das einfach total gut da reinpassen würde. 71 cm mal 41 cm. Aber wie gesagt, ich mache jetzt erstmal das, was ich offen habe, weil ich kann auch dann nicht mehr so viel rumliegen haben, weil das ein kleines Kind ist. Ja, so schön. Wie der da schläft in dem Hausschuh. Gefällt mir richtig gut. Das passt halt sehr gut in ein Kinderzimmer. Runde Steine, geht auch relativ zügig. Das werde ich auf jeden Fall irgendwie, wenn ich es verstaue, ein bisschen oben drauf legen, damit ich da schnell rankomme. Und dann noch das Pendant zu dem Zähneputzdrachen. Der Drache mit der Zahnseide hier. Auch sehr cool. Aber sieht jetzt alles so dunkel hier aus. Eckige Steine, 56 x 56 cm. Und das werde ich auch ins Bad hängen. So zwei Bilder werde ich schon, glaube ich, reinbekommen können. Mal gucken. Ja, hat auch wieder AB-Farben mit dabei. Ich finde es echt mega schön. So schön. Genau. Das war's jetzt erstmal mit dem ersten Teil mit den Diamond Art Club Bildern und ich mache jetzt gleich weiter, aber ihr, ja, dass ihr halt jetzt nicht so ein langes Video habt. Das war's. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Tschüss.